Ich bin der Michael, ich arbeite beim Bayerischen Roten Kreuz in der Kleidersammlung. Mein Name ist Jürgen Soller, ich arbeite beim Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Nürnberg. Wir beide stehen hier stellvertretend für Kommunen, für ganz Bayern. Wir arbeiten in völlig verschiedenen Bereichen und ärgern uns jeden Tag über das Gleiche. Ich bin zuständig für die Kleidercontainer, der Jürgen neben mir ist zuständig für den Platz außenrum. Wir können es jetzt nicht nachvollziehen, dass Menschen ihren Müll hier vor der Haustür entsorgen, am Glascontainer oder am Altkleidercontainer illegal ihren Müll abladen. Sie sind sich wahrscheinlich auch nicht ganz bewusst, dass es hier mit Geldstrafen, sollten sie erwischt werden oder und die Personalien festgestellt werden, alles mit Geldstrafen geahndet werden. Und es ist ja eigentlich so einfach, die Stadt Nürnberg anzurufen. Hier bietet die Stadt Nürnberg alles Mögliche an, sprich Hausmüll, Biomüll, Sperrmüll, der kostenlos von Ihnen zu Hause abgeholt wird, aus den Hinterhöfen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier wirklich hübsch ist und es wäre so einfach, die Stadt sauber zu halten. Ich fühle mich richtig mies, weil wir beide stehen hier mal wieder im Müll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen geben wird, der hier und jetzt mit uns sofort tauschen würde. Wir stehen hier, um Sie eigentlich aufzufordern, uns zu helfen, die Stadt sauber zu halten, einfach mitzumachen und uns ein Stück weit die Arbeit zu erleichtern, indem Sie einfach die Augen aufmachen, Anwohner vielleicht ansprechen, zu sagen, das ist der falsche Weg, hier nicht Ihren Müll abzuladen. Und dann die Stadt Nürnberg vielleicht anzurufen, zu sagen, hier wird abgeladen und wir würden dann kommen und uns darum kümmern. Deshalb bitte ich Sie noch einmal, werft bitte keinen Müll in unsere Kleidercontainer. Wenn Sie was zum Entsorgen haben, Hausmüll, bitte sucht euch den notwendigen Wertstoffhof. Und wenn Sie zum Beispiel was zum Abgeben haben, wie Haushaltswaren, Spielsachen, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Kreisverband. Vielen Dank. Wir beide bedanken uns fürs Mitmachen und es ist schön, dass Sie uns helfen, die Stadt sauber zu halten. Vielen Dank. Dankeschön.